Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Leute, wir sind schon wieder auf diesem Sofa. Ich habe schon wieder ein Paket vor mir stehen. Diesmal aber kein Branding, ein sehr mysteriöses Paket. Und es steht auf jeden Fall nicht im Titel, was drin ist. Ich habe mal wieder Post bekommen und ich würde sagen, ich rede gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern ich mache einfach direkt auf. Ich habe dafür hier dieses überdimensionale Unboxing-Messer. Das habe ich aus Felix' Bar Wohnzimmer geklaut. Irgendwie habe ich immer das Verlangen, wenn ich so Boxen aufmache, diesen Zelda-Effekt da reinzumachen. Oh Junge! Leute, darauf habe ich schon so lange gewartet. Mal Spaß beiseite, wir sind hier ein ernster Technik-Channel. Nein, wir sind kein Technik-Channel. Ich bin ein User, aber wir haben in diesem Paket einen Apple Pencil der ersten Generation, ein Smart Keyboard und tada! Das neue iPad. Thumbnail! Ich würde es andersrum machen. Wie andersrum? Das iPad hinter? Ja, jetzt ist beides so, die Accessoires so in der rechten Hand und in der linken Hand. Da haben wir ja einige Sachen, die wir auspacken können. Denn es ist ein neues iPad rausgekommen. Das ist jetzt das iPad der siebten Generation. Kein Pro-iPad, kein Air-iPad. Einfach nur das iPad. Aber ihr kennt vielleicht meine iPad in der Schule-Videos. Und ich habe schon diverse iPads getestet. Ich habe schon das iPad Pro getestet. Ich habe schon, ja gut, ich habe mir halt selber ein iPad der sechsten Generation gekauft. Sechste? Fünfte? Fünfte Generation? Habe ich das schon so lange? Also das hier ist das iPad, was ich mir selber gekauft habe mit dem Apple Pencil, wo ich einen Skin draufgepackt habe. Das aussieht wie ein Bleistift, finde ich ziemlich nice. Aber es gibt eben jetzt ein neues Generation iPad. Das ist deutsch richtig so. Ein neues Generation iPad. Bruder, jedes Mal, wenn ich die Videos schneide, denke ich mir so, Bro, aus welchem Land kommst du nochmal? Wo bist du geboren? Keine Ahnung, was ich da mal laber. So, was packen wir denn zuerst aus? Ich würde sagen, klassischer Unboxing-Manier. Wir legen erstmal das iPad beiseite. Wir legen erstmal das iPad beiseite und fangen mit dem Apple Pencil an, dem kleinsten. So mache ich das an Weihnachten auch immer. Nevermind. Hab mich gerade schon gewundert, warum da kein so ein cooler Flap dran ist. Es ist kein cooler Flap dran. Es sieht nur so aus, wie wenn es ein cooler Flap wäre. Triple Nevermind. Es ist kein cooler Flap dran. Zack. Ich muss ja sagen, wenn man diese ganzen Geräte zugeschickt bekommt, das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, als ich mein iPad und meinen Apple Pencil ausgepackt habe. Als ich damals meinen Apple Pencil gekauft habe, das war, glaube ich, ein Tag bestimmt Zuschauer, was ich mir kaufe oder so. Und der ist mittlerweile auch schon kaputt. Also mein Apple Pencil ist mittlerweile schon kaputt gegangen, weil der mir sehr oft sehr hart runtergefallen ist. Aber wir haben einen neuen, um den auch richtig testen zu können. Das ist der Apple Pencil der ersten Generation. Ist schon schön. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass sie bei der siebten Generation iPad, dass man da nur den ersten Generation Apple Pencil benutzen kann. Weil ich durfte ja auch den zweiten Generation Apple Pencil benutzen. Und der ist halt schon geiler. Aber egal, wir legen den erstmal beiseite und machen mit dem Smart Keyboard weiter. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Smart Keyboard. David sagt richtig geil. Hast du das? Nee, aber... Also mir ist es einfach zu teuer, aber ich würde es voll gerne haben. Ich schreibe einfach zu wenig am iPad, als dass ich das brauchen würde. Deswegen ein Stift reicht mir da voll. Das heißt, das ist auch das erste Mal, dass ich ein Smart Keyboard auspacke. Wow. Designed by Apple in California. Das ist das Smart Keyboard. Auch das legen wir mal beiseite und kommen jetzt endlich zum eigentlichen Hauptgerät, dem iPad der siebten Generation. Also mit dem neuen iPad, ich muss ja sagen, ich betrachte das Ganze immer ein bisschen mehr aus der ganz normalen Benutzerperspektive. Aber ich glaube, so die Key Facts von diesem iPad sind, dass es ein neues Display gibt. 10,2 Zoll. Man kann jetzt eben dieses Smart Keyboard benutzen, was man früher auch nicht machen konnte. Das heißt, es hat jetzt diese drei Konnektoren da unten. Das heißt, man kann jetzt eben auch mit der Tastatur darauf schreiben. Und dann wurde die Kamera noch ein bisschen verbessert und sowas. So. Wow. Tada. Tada. Hä? Ja doch, das fällt mir direkt auf. Ist das irgendwie schwärzer oder so? Ich muss gleich mal mein iPad aus der Hülle rausholen, weil das fühlt sich... Ja, das ist viel größer, oder nicht? Bin ich dumm oder bin ich dumm? Also, wenn ich mich nicht komplett täusche, das ist Space Gray. Man sieht es nur so ein ganz bisschen, aber
das ist schon eine andere Farbe, oder? Oder bin ich dumm? Auf meinem eigenen iPad habe ich jetzt einen Skin drauf. Aber wenn man die Ballen nebeneinander hält, dann sieht man tatsächlich, dass die von der Größe ein wenig unterschiedlich sind. Was ja auch komplett Sinn macht, weil es ist ja ein größeres Display drin. Was haben wir hier noch drin? Ganz normales Ladekabel, auch nicht auf USB-C oder irgendwas. Auch immer noch Lightning, also kein USB-C, aber auch tatsächlich ein iPad-Ladebrick, der auch nicht mit USB-C ist, was ich ein bisschen schade finde, weil ja zum Beispiel sogar die neuen iPad Pros mittlerweile einen USB-C-Ladebrick haben, was ich sehr nice finde. Die ganze Verpackung packe ich mal hier auf die Seite. Und jetzt muss ich mal ganz kurz checken, wie man dieses Cover hier dran macht. So. Alright, so sieht das Ganze mit dem Cover aus. Ist natürlich ein bisschen dicker, aber da befindet sich ja auch noch eine Tastatur. Und jetzt muss ich ganz kurz... Wow. Ach, ich wollte gerade den Apple Pencil connecten und den hier oben dran machen. Aber das geht ja gar nicht. Fun Fact, mir ist mein Apple Pencil, ich zeige euch mal kurz meinen. Mir ist nämlich mein Apple Pencil, der ist richtig busted. Mir ist aber nämlich oben der Lightning-Stecker rausgebrochen. Und das hat den Grund, dass ich das immer an meinem iPad dran klemmen hatte. Und mir ist das mal, als ich mein iPad so in der Hand hatte, ist das mir mal so auf den Boden gefallen und da habe ich dann abgebrochen. Und das ist eben bei dem Apple Pencil 2 nicht mehr so, weil der da so eine flache Kante hat. Aber bei dem hier eben... immer noch wie bei meinem. Das heißt, es kann jetzt sein, dass der irgendwie hier vom Tisch runterrollt oder so. Naja, ein bisschen ärgerlich. Tja, Leute. So schnell kann es gehen. Das kommt, also ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Das kommt mir so viel größer vor. Ich dachte auch gerade, es gibt schon zwei Gerätegrößen oder so. Das ist nicht so ein großer Unterschied, oder? Da das Video ja nur ein Unboxing ist, gebe ich euch jetzt nicht mehr so viel Informationen, weil ich es ja noch nicht getestet habe. Ich werde euch aber ein Video verlinken vom lieben Jonas. Jonas Technik-like, der hat da nämlich auch schon einen kleinen ersten Eindruck zu hochgeladen. Das Video könnt ihr euch gerne angucken. Vielen, vielen Dank natürlich an Apple fürs Bereitstellen von diesem Gerät. Was haltet ihr vom neuen iPad der 7. Generation? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Technik sehen wollt. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns am Sonntag zu einem weiteren sehr interessanten Video mit einem Special Guest wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. We'll be right back.